So, mit diesem schönen Anblick kündige ich dann jetzt mal meinen Haul-Einkauf für heute an. Also das ist dann unser, ich schätze mal jetzt so für 3 Wochen, vielleicht sogar 4 Wochen, dass wir damit auskommen. Und zwar waren wir beim, wie man schon sieht, bei einem dieser Erdbeerhäuschen, wo man halt Erdbeeren und Spargel bekommt. Wir waren bei Center Shop, bei Thom und bei Netto, weil ich das ganz gerne nochmal probieren wollte. Die Sachen, die ich beim letzten Mal hatte, die hatten mich eigentlich einige ganz zufriedengestellt. Und die wollte ich nochmal überprüfen, ob das jetzt Zufall war oder wirklich immer bei denen diese Qualität ist. Und warum sage ich wir? Weil mein Mann heute mit dabei war. Da werde ich auch so zwischendurch mal ein paar Einblendungen von ihm mitbringen. Na, also im Grunde ist das so eine Kombi zwischen Haul und Vlog heute. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr das eigentlich alle wisst, aber Spargel immer in ein feuchtes Handtuch einlegen, wenn ihr den jetzt nicht sofort braucht. Also ich, wie gesagt, ich denke mal, das weiß jeder. Aber für den Fall kann ja sein, dass es jemand noch nicht weiß. Ich habe ja in der Tat auch ein paar jüngere Zuschauer und die wissen das vielleicht dann noch gar nicht. Also ne, einfach so in das Tuch ein, wenn ihr den nicht sofort aufbraucht, in die Tüte und ab in den Kühlschrank. So, los geht's mit dem Einkauf. Allein sind wir nur wegen dem Bilderrahmen dahin gefahren. Den brauchten wir nämlich, weil mein Mann hat sich von Udo Lindenberg das Udopium, oder wie das jetzt heißt, gekauft und da war so ein tolles Poster bei und das möchte der halt jetzt gerne sich schön einrahmen. Dann, wie gesagt, diese Sprühflasche, keine Ahnung, wie das Ding jetzt hieß. Dann neues Kehrblech, dann die besagte Thermoskanne, das habt ihr ja eben im Einspieler gesehen, die Limited Edition von Priel und das CWH, diese Gaskartusche. Aber die haben wir, wie gesagt, bei Thom dann geholt. So, dann bin ich noch rasch beim Bäcker gewesen, habe mir Schwarzbrot geholt, also Sonnenblumenbrot. Das war das Erste. So, dann kommen wir, glaube ich, schon zum Einkauf. Ne, das war auch noch bei Center Shop. Ja. Also das war es dann, glaube ich. Ja, so, dann fangen wir mal an. Oh, weil wir haben hier 1, 2, 3 Tüten plus, also ich muss euch das eigentlich mal so, ich lasse es mal so stehen, ihr seht es ja jetzt gleich. Also, zweimal Chips, also das ist jetzt dann mein Netto-Einkauf. Zweimal Chips, Frittieröl, die Kartoffeln, dann dreimal der Fla, könnt ihr ja auch so sehen, ne? Also dieser Fla, der leichte dann wohl, ne? Also Duo Fla, leicht Dessert, nur mit 0,9% Fett. Was jetzt fliegen. So, dann nochmal wieder, weil ich die echt toll fand, hat mich überrascht im Vergleich jetzt zu meinem Metzger, was ich euch gesagt hatte. Fand ich also wirklich überraschend gut. Dann hat mich das jetzt angesprochen, gekochten Schinken mit Gouda direkt dabei. Und dann habe ich dreimal, der Rest ist wohl noch in den anderen Paketen, Spargelschinken geholt. Weil zum einen ist der ja nur wirklich fettarm und ich mag den unheimlich gerne. Passt halt einfach zu der Saison. Dann einmal 3 Minuten Sauerkraut. Habe ich schon gesungen? Ja, ne? Machen wir nochmal. Dum di dum di dum di dum di dum. Dum di dum di du di di dum. Attention, attention, es geht gleich weiter. Breaking News. So, die mir super lecker geschmeckt haben, die haben mich echt überrascht, waren diese Hähnchenminuten-Steaks Joghurt-Lemon-Marinade. Die waren echt lecker, sag ich euch. So, und dann zum Ausprobieren mal mitgebracht. Mich hat der Preis überrascht. Irish Angus Burger oder Irish Angus Burger. Man sagt ja eigentlich, dass dieses irländische
Patty, also das Hackfleisch, sehr gut sein sollen. Das war relativ günstig. Ich meine für 2,49, 2,89, also da war ich jetzt echt überrascht. Das habe ich dann zweimal. Was ich jetzt natürlich gerade sehe, wir hatten die jetzt nicht mitgebracht, die fertigen Burger, aber also die Buns dafür, aber die mache ich dann selber. Mache ich eh gerne. Habe ich ein tolles Rezept von Pommes Man, das passt. So, dann Hähnchenkassler. Süß die Form, ne? Dann Hähnchenbrustfilet. Also ihr seht schon, ich habe immer sehr, sehr viel mit Hähnchen oder Pute. So, hier haben wir Hähnchenbrustfilet Teilstück Kräuter. Finde ich ganz schön. Ich möchte jetzt die Tage einen Melonen-Spargel-Friesensalat machen und dann da so ein bisschen Spargelstücke bei. Dann habe ich eigentlich zweimal die Bertolli, die wird gleich noch irgendwo auftauchen. Dann hat mein Mann sich ausgesucht, gutes Land, würzig, cremiger Weichkäse. Was für ein Brocken, 350 Gramm. Dann für mich wieder die Schinken-Zwiebel-Mettwurst in der fettreduzierten Variante. Ihr wisst ja mittlerweile, ich mag die vegetarische Wurst von Schinkenspickern. Da müsste ich eigentlich auch die Mortadella haben. Dann hat sich mein Mann einmal herzhaft würzig von der Rustik ausgesucht. Das war im Angebot für 1,79. Dann haben wir eigentlich auch noch eine andere Geschmacksrichtung. Das kommt gleich bestimmt noch. So, dann hat er sich ausgesucht den Bauernfesper. Ich finde das immer ganz praktisch, wenn er mal mitgeht. Dann sage ich auch immer, such dir das selber aus. Dann sagt er auch immer erst, nö, ist mir egal. Ich sage, nee, egal, ist nicht. Nimm es jetzt bitte, du bist gerade dabei. Jede Hausfrau kennt das, oder? So, dann von Zeus einmal der Feta, der Original halt. Und dann der leichte Genuss Hirtenkäse. Da kommt dann, wie gesagt, besagte Mortadella. Und dann, das finde ich ganz spannend zum Ausprobieren, Lasagne vegan. Mal gucken, wie die wird. Die habe ich dann halt zweimal, weil ganz ehrlich, also ich glaube, das Böttchen kriegen wir alleine auf. Mal gucken. So, und dann, das hole ich mir nicht so oft. Aufgrund dessen, dass das halt wirklich sehr ungesund ist. Aber ich esse das zwischendurch ganz gerne und mein Mann auch. Bami Goreng. Und dazu dann die leckere Sojasauce. Oh, lecker. So, Moment. Tüte Nummer 4. Und da heißt es immer, Hausfrauen sein ist keine schwere Arbeit. Rotkohl, 3 Minuten. Da sind die beiden anderen Spargel, Schinken. Das fand ich interessant mal auszuprobieren. Und zwar Linsenchips, Paprika und Kichererbsen, Kartoffelsnack, Meersalz, Pfeffer. Bin jetzt nicht so der Pfeffertyp, mal gucken, wie es schmeckt. So, und da die Jumbo-Erdnüsse. Das ist einfach so. Ich weiß, viele mögen lieber diese kleinen. Nee, ich finde, da hast du überhaupt nichts im Mund. Die sind lecker. So. Und dann konnte ich nicht widerstehen. Reduziert, Shisara Ampullenkur. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Marke überhaupt nicht, aber 24 Stunden Hydrokomplex, intensive Feuchtigkeitspflege mit Hyaluronsäure für alle Hauttypen. So, ich dachte, das wäre mal ist eine 7-Tage-Kur für 3,49. Da habe ich gedacht, dafür wird es ausprobiert. Dann, das war jetzt im Angebot gewesen, Knoppers Erdnussriegel für 1,59 oder so. So, und dann habe ich das ganz gerne, wenn Gäste da sind, die Toffifee, die waren jetzt für 99 Cent im Angebot. Da hat man immer was, was man so auf den Tisch stellen kann, ne? So, und das hatte mich halt auch positiv überrascht, das Weiderind-Hackfleisch Bio. Das war überraschend lecker und hat gut geschmeckt. Genauso, was mich überzeugt hatte, war frisch von der Pute. Ich muss sagen, ich schmecke natürlich nicht, ob da jetzt dieses Gas mit drin ist. Und klar, wie auch jetzt beim Hackfleisch, da muss irgendwas sein, wenn es bis zum 26.05. haltbar ist. Weil normales Hackfleisch, wenn ich das vom Metzger hole, es muss am selben Tag verzehrt werden. Aber ich denke mir, ich mache das nicht regelmäßig, dass ich dann halt dieses verpackte Hackfleisch esse oder generell Fleisch. Und dann wird mein Körper das wohl schon verkraften. So, dann was mich auch überzeugt hatte, war von Salzburg Milch Premium Gouda der Käse. Einmal, wie gesagt, Premium Gouda Mild Fein und einmal Premium Original Almkönig. Die hatten die jetzt immer noch für 1,99 da als Angebot. Und da habe ich dann auch direkt 4 mitgenommen, also von jeder Sorte 2. Die finde ich jetzt gerade nicht. Die finde ich die denn nicht? Hä? Die ist jetzt doch gleich leer. Ach, da unten. So. Dann nochmal, was ich eben gesagt habe von der Rustik.
Jetzt kräftig würzig, nicht herzhaft würzig. Die andere Bertolli, was ich gesagt hatte. Der zweite Kefir. Und dann, das musste jetzt nach so langer Zeit endlich mal wieder mit, das Original Nutella. Ich habe mir das kaum noch geholt, weil es so umstritten ist mit dem Palmöl. Und ich finde es halt auch relativ teuer. Aber sorry, für mich und auch für meinen Mann, es kommt nichts an Nutella. Ich habe es schon selber gemacht, indem ich dann halt auch zum Beispiel Lindschokolade genommen habe. Das kann man alles super, alles selber machen. Das ist auch lecker. Aber letztendlich ist es wesentlich teurer, als wenn ich jetzt das Glas hier kaufe. Deswegen, da kommen wir ja auch ein Weilchen nicht aus. Nachdem ich meinem Mann gesagt habe, er soll bitte Brötchen mit Nutella essen und nicht Nutella mit Brötchen. So, und dann habe ich ihm mal billigere Schokolade geholt. Ich habe euch ja gesagt, wir haben sonst immer die Lindschokolade. Aber ganz ehrlich, das geht bei ihm weg. Der genießt es nicht. Und das sehe ich nicht ein. Dafür ist Lind effektiv zu teuer. Natürlich bekommt er auch noch regelmäßig seine Lind-Portion. Ja, weil es ist ja unser gemeinsames Abo in dem Sinne, ja. Aber so für zwischendurch, nie wirklich, dann gibt es günstige Schokolade. Und die schmeckt ihm ja letztendlich eigentlich auch. Ich glaube, der merkt überhaupt nicht den. Sagt er auch, er merkt da keinen Unterschied. Ja, dann kann er auch hier eine 49 Cent Schokolade haben. So, Vollmilchnuss. Vollmilch ganze Nuss. Traubenuss. Weiße Schokolade. Postwagen. Kriege ich doch ein Paket. Moment, ihr Lieben. So, weiter geht's. Dann habe ich zweimal mitgebracht von Hitchler die Drachenzungen, denn sauer macht lustig. Mein Mann war jetzt gerade schon nicht mehr so schön lustig, wie so wahrscheinlich zwischendurch die Einblendungen waren oder die danach kommen. Ich war jetzt gerade nicht mehr, als der gesehen hat, dass wir dann 141 Euro bei Netto gelassen haben. Also der vergisst, dass das dann halt direkt für 3 oder 4 Wochen bei uns der Einkauf ist. Ja, also ich muss ja nur noch Brot dazu kaufen. Aber da denkt er da nicht dran. Der sieht nur diese Zahl und so. Wie gesagt, die beiden anderen Käse. Und dann auch nochmal für ihn die normale Alpenvollmilch. Und das letzte der Dinge, dann kann ich das einräumen, wo hier irgendwas auftaucht. Auch für meinen Mann die Schokominz. Das war's. Ich werde im Aufgebrauch berichten. Ich hatte es letztens leider wirklich vergessen, dass ich auch die Sachen für euch verwahren soll. Ich habe echt gedacht, eigentlich, ihr wollt nur Beauty. Nee, und dann kamen so verschiedene Anfragen. Ja, was ist denn jetzt mit deinem Netto aufgebraucht gewesen? Wie zufrieden warst du denn? Ich so, ach Gottchen, Leute, das sollte ich euch auch noch sagen. Ja, finde ich ja klasse. Also ich selber gucke das ja bei anderen auch, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass auch bei mir das gerne gesehen wird. Ja, und deswegen werde ich jetzt mal anfangen, den Folienmüll zu sammeln. Und dann werdet ihr das halt nächsten Monat erfahren. Ja, oder vielleicht Ende des Monats, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was ich aufgebraucht kriege, kriege ich aufgebraucht. So, ich weiß nicht, ob noch irgendwas dazu kommt vom Vlog her oder ob ich jetzt an der Stelle aufhöre. Sollte das so gewesen sein? Ansonsten geht's gleich noch weiter.